aufhalten, um den Datenkern zu übertragen. Ja, hallo und willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir sind jetzt gerade hier in der einen PvP-Mission und müssen, verteidigen. In der letzten Folge haben wir ja den Angriff mehr oder weniger unerfolgreich gestartet. Das Verteidigen heißt halt, wir müssen verhindern, dass die Bombe gelegt wird und auch versuchen, die Bomben eben zu entschärfen, wo es halt geht. Oder ja, wir müssen sie versuchen, sie zu entschärfen für den Fall, dass sie es schaffen, eine zu legen. Das Legen dauert natürlich immer ein paar Sekunden, das heißt, man kann nicht einfach rangehen. Entsprechend immer die Leute anschießen, das hilft. So. Anschießen immer. Ja, genau. Okay. Nicht ein bisschen auf die Seiten verteilen. Du kannst ja mal auf die andere Seite gehen, mal gucken, was da los ist. Warum? Wir können doch hier bleiben. Na gut, dann bleibst du hier. Ja, ne, wie gesagt, wenn da auf der anderen Seite aber alle angreifen, nützt das auch nicht. Ja, da werden schon ein paar hingehen, glaube ich mal. Denke ich mal. Naja, der hat vielleicht ist zu tun. Zur Koordination besser für uns beide. Ja, aber gut, okay. Einer wird von uns gerade. Oh, Corius wurde besiegt. Ja, das ist auf der anderen Seite. Dann gehen wir auf Schilosilius. Bitte? Was? Okay, auf Schilosilius. Ja, den habe ich auch gerade. Ich hatte gerade einen leichten Leck. Zack. Okay, siehst du das? Lani wurde besiegt, okay. Dann müssen wir rüber, wir sind alle drüben. Lani wurde besiegt? Ich bin noch nicht besiegt. Schade. Hätte ja sein können. Nee. Au. Gefesselt. So, mach mal hier. Ah, die haut ab. Die Shan Yu Esslas. Ah, jetzt haben wir es drüben geschafft. Sind wahrscheinlich alle rüber gerannt. Also müssen wir wieder rüber, die scheiß Bombe versuchen zu entschärfen irgendwie. Was natürlich jetzt viel schwieriger ist, weil die versuchen jetzt zu verteidigen. Ja, ich überhaupt einen Überblick hier bekommen. So, zack. Leider hat es uns da wisst. Ups, ich bin. So, welche Seite war das, wo die Waffe draufgegangen? Ah, ich bin schon auf der anderen Seite, verdammt. Okay, wir müssen jetzt sichern, ne? Ja, ihr müsst jetzt versuchen, dass die Brücken nicht ausfahren, das heißt, die leuchtenden Punkte dürfen die nicht holen. Wenn du schon tot warst, stehst du schon auf der anderen Seite von die Brücken. Das heißt, das wird früher oder später eh notwendig sein. Mich hat's schon erwischt, ich stehe schon hier drüben. Da kommen sie. Ah, warum hängt das manchmal heute? Ah, halt! Oh, erwischt gerade so noch wahrscheinlich. Okay, den habe ich auch. Haben wir jetzt auch erwischt. Ah, aber auf der Fahrt auf der anderen Seite jemand aufgemacht wieder. Ha! Nee, das war nicht so eigentlich. Ups, na, man hört's ja. Unautorisierte Waffen und so weiter. Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Müssen wir kurz warten. Die sind aber auch ein bisschen stärker heute als wir. Hülle instabil. Reaktorkern ein Feind ist unschlagbar. Evakuierungsprotokoll initiiert. Bitte über die Aufzüge zur Route begeben. Okay. Den Angriff kenne ich ja noch gar nicht. Das neu. Den hab's jetzt nicht noch nicht. So, wieder einer weg. Was ist jetzt? Was ist das jetzt? Ja. Oh oh. Leck? Ja, möglicherweise. Unterladen abgeschlossen. Imperiale Truppen haben den Datenkern gesehen. Ja, wahrscheinlich war ein Leck, oder? Ah, nee, die waren schon schneller. Die waren deutlich schneller. Naja, aber soll's. Also haben wir verloren, mehr oder weniger. Oder die Zeit war alles, kann auch sein. Ah, nee, Runde 2, 4 Minuten. Die waren schon weiter als wir. Deswegen hat das schon gereicht, ja. Genau. Okay. Gut. Naja, was soll's. Was soll's. So, ich gebe dem Dilani hier mal einen Punkt hier als wertvollster Spieler. Ja. Ist das nicht süß? Ja. Ne, normalerweise würde ich den anderen nehmen, aber heute ausnahmsweise mal. So, bitteschön. So, okay. Und dann würde ich sagen. Was ist denn Opfer? Wie oft ich gestorben bin oder was? Ja. Ja, Tote hast du so. Opfer ist das, wie viele du geschafft hast, wie viele du getötet hast oder wie viele du mitgetötet hast, sag mal so. Achso. Wie ich mitgetötet. Achso, da gibt's keinen Last Hit sozusagen. Den gibt es auch, aber nur für die Taten. Aber wenn du mitgetötet hast, ist das schon besser. So, jetzt müssen wir hier natürlich raus. Das heißt, das Operationsfenster aufmachen und dann steht da irgendwo Kriegsgebiet verlassen. Ah, hast du schon gesehen? Ja, genau, habe ich schon gesehen. Sehr genau. Schön. Aber es war doch mal ganz lustig, ne? Okay, ja. Davon, wie gesagt, von diesen Kriegsgebieten gibt es verschiedene mit unterschiedlichen Szenarien.
Manche, eins davon ist sogar hier so ein, das mag ich aber am wenigsten eigentlich, so ein Huttenball, quasi so eine Art Wettkampfturnier, wo du quasi gegenseitig einen Ball eigentlich in eine andere Seite bringen musst. Aha, So. okay. Genau. Na ja, gut, Ja, können wir ja demnächst immer machen. genau, aber jetzt Schauen erstmal wir mal. nicht mehr. Genau, jetzt werden wir erstmal mal die von der Storyline ein bisschen weiter zu kommen. So, genau. Gehen wir mal hier lang. Hier lang. Genau, Bin doch jetzt da. fahren wir wieder mit dem Fahrstuhl. Wir mussten uns erstmal beim Zoll anmelden. Das hatten wir vergessen. Okay. Beim Zoll müssen wir uns anmelden. Beim Zoll, ne, das haben wir ja gemacht. Das war ja in der letzten Folge und entsprechend kriegst du da quasi mit deinem Gefährten eine kleine Hast du Zwischensequenz. deine Uhr auch versteuert? Was, habe ich meine Uhr versteuert? Ja, ob du deine Uhr versteuert Ich hast. habe keine Deine Uhr dran. Rolex. Ich habe keine Uhr dran, ich schwör's. Ich schwör's. Ich nehme hier den blauen Ausgang. Schnell, schnell raus hier. Geh weg, geh weg, geh weg. Der da hat was zu verzollen. Ich war schon zweimal auf So, wir sind jetzt Platz. Aber es ist immer wieder beeindruckend. Okay, Das gemütlich ist hier. Coruscant, Wir genau. befinden uns Der mitten im Herz Heimatplanet der der Republik, beziehungsweise die Heimatstadt. Wir befinden uns jetzt, ist ziemlich dunkel heute. Quasi Ist es im hier komplett mittleren Open Kern. World? Nee, ne? Das Nee. ist, nein, das ist nicht Open World. Einen ganzen Planeten Open World machen jetzt auch doof. Ja, hätte es sein können. Nee, das in dem Moment nicht. Wie gesagt, ist ja auch ein Online-Rollenspiel. Du kannst natürlich überall hin. Ob du es überlebst, ist eine andere Sache. So, momentan immer noch leicht lex. Kann natürlich daran liegen, dass ich nebenbei noch ein bisschen aufnehme. Lalalala, tut mir leid. Was denn aufnehmen? Du meinst rendern oder nebenbei was? rendern, genau. Bei Oh. mir läuft im Hintergrund noch Herr der Ringe zum Rendern. So, gut, gehen wir mal hier hoch. Ins Senatsgebäude müssen wir nämlich. Außerdem brauche ich bei Gelegenheit mal einen Briefkasten. Schon wieder. Kriegst du Ja. mal Post? Ich nicht. Ja, da war sowas. Das hier. Oh, guck mal hier. Was ist das denn hier immer? PvP-Missionsterminal. Warum bin ich denn hier immer so grün? Was ist das denn? Wie grün? Infektion alle 4 Sekunden besteht eine Chance von 10% Hustenanfall. Ach so, du bist noch infiziert. Hier hast du ein PvP-Missionsterminal. Das kannst du hier annehmen, ablehnen und was auch immer. So Was normale mache ich da? Kriegsgebiete mit. Annehmen? Ja, wie Annehmen. gesagt, erstmal ablehnen, annehmen die eine Quest, dann kriegst du nämlich schon mal was. Und dann habe ich die andere noch annehmen können, quasi Kriegsgebiete spielen und so weiter und so fort. Das, was wir gerade gemacht haben, das war ein Was Kriegsgebiet. macht man hier damit? Welches Zeug? Achso, hier ist mein Hangar des galaktischen Raumjägers, das hier. Aua. Ja. Die hustet hier auch ganz schön. Ja, aber das kann man nur als nicht, also ich kann es nicht nutzen. Kannst du das nutzen? Ich kann's aufmachen zumindest, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch, damit das muss ich bei Gelegenheit mal selber Das ausprobieren, ist dann so kann ich eine es zeigen. Abo-Funktion halt. So, Also bei mir rudimentärer zumindest. Munitionskasten, den öffne ich mal. Was haben wir da drin gehabt? Stufe 15 erst nutzbar, das Lalalal. Ding ist schlecht. Lass mal wieder gucken hier. So, okay. Dann Auf würde ich sagen, geht's! wir gehen mal kurz hier runter, weil hier unten können wir quasi diese Da runter. Sozialmissionsmissionen abschließen. Ja, voll die richtige Richtung falsch gewählt. Naja, was soll's. So, komm hier rum. Das ist hier unten quasi sozusagen der Handelsplatz. Hier unten kannst du deine Kuhfähigkeiten verbessern und ja, diverse Ja, hier ist Handelsgegenstände Jedi kaufen. Ritter Ausbilder. Der Ja, hat genau, mehr der ist hier Fähigkeiten unten. für mich. Der ist auch hier Erfahrung. unten. Dann geht da gleich mal hin mit. So, ich muss auf die andere Seite, glaube Ja. ich. Ausbilder. Weil Ah, du halt auch ein ja, die ist Soldat denn meiner ist da bist. hinten. Der hat auch neue Fähigkeiten für mich. Wir haben nämlich ein Level, glaube ich, geschafft gehabt dort drin. Oder Ja, sogar er zwei, hat ich mir weiß die gar nicht. XP gegeben. Habe ich schon Ja. gesehen. Ja, wir haben ja auch gegen zwei dicke Leute gekämpft. Oh, hier ist ein Briefkasten. Ich gehe gleich mal gucken. So, Wächter. Star Wars, die Old Republic, frühzeitiger Zugang. Danke, dass du dich bei der galaktischen Raumjäger-Community angeschlossen hast. Auf dich warten vier Pilotenanzüge und ein Titel, die du dir einfach holen kannst, indem du auf die Gegenstände dieser Nachricht klickst und sie so deinem Inventar hinzufügst. Bereite dich dann auf den Raumkampf in unserer digitalen Erweiterung Galactic Starfighter vor. Cool. Hihi. Und wie gesagt, ich war kein Abo-Spieler, ich habe nur mal ab und zu mal was gekauft gehabt. Zweimal. So. Experimenteller Pilotenanzug. Ui. Wow. Orange-Sachen. Hast du Natürlich. bekommen? Ja, na natürlich alles noch keine Verbesserungen drin. Republikanische experimentelle Pilotenlacke. Jacke. Für Bolzen und für Arik Joran gleich. Achso, das ist so eine Adaptivrüstung. Das heißt, die kann eigentlich jeder anlegen. Und je nachdem, ob man nur leichte Rüstungen tragen kann, hält die halt weniger aus. So. Was haben wir hier? Titel Testpilot. Ich schalte den Titel für den Charakter frei. Was haben wir hier?
Gegenstände für den galaktischen Raumraum, getarnter Pilotenanzug, imperialer republikanischer Staffelkommand, dann ein Pilotenanzug. Naja, das Zeug kann ich aber natürlich erst ausrichten, wenn ich mich entsprechend ausgerüstet habe, beziehungsweise wenn ich solche Erweiterungen habe. Kommst du mal? Ich bin schon so langsam unterwegs. Ich schaue. Gut, ich gehe mal in den Inventar. Ich gehe inzwischen mal hier hoch und hole mir ein paar neue Fähigkeiten. Ladungsschüsse und die medizinische Sonde. Zack. Hinten habe ich noch eine Quest. Ja, ich eine Quest. Ja, also, ja ne, die, genau, da wollte ich ja hin. Kommst du mit? Aha, okay. Deswegen bin ich ja eigentlich hier rein. Nicht wegen Fähigkeiten kaufen. So, wir gehen erstmal zu der Quest. Wie kriege ich die Infektion hier weg jetzt? Hast du die immer noch? Ja. Du musst da halt mal sterben. Warte mal. Aber ich glaube, irgendjemand kann dich heilen. Ich glaube, ich kann es nur noch nicht. Nee. Toll. Schon wieder. Was ist denn jetzt wie, wie lange steht Stadium 2? Hustenanfall 2 Sekunden. Stadium 2. 8 Minuten. Ja, eine Rakul-Infektion. Na, ganz toll. 8 Minuten 20 Sekunden. Du, das ist wahrscheinlich dieses Spezialteil, was auf Alderaan momentan rumgeht, diese Rakul-Seuche. Alderaan ist ein höheres Gebiet, logischerweise in dem PvP-Gebiet sind auch welche, die in dem höheren sind, und die haben dich irgendwie angesteckt. So, wir klicken mal den Sozialobjektehändler hier an. Mhm. Also, und bei den Sozialobjekten müssen irgendwo, ich weiß nicht mehr was, erfordert Sozial 1 oder höher. Dieses Glitzerpulver muss es, glaube ich, sein. Ja, bei mir kotzt der hier ab. Oder nee, wir nehmen das republikanische Sozialabzeichen. Zack. Ja, wo gibt's das denn? Ja, ganz unten ist das. Ganz unten, okay. Wie heißt es? Republikanisches Sozialabzeichen. Okay, das habe ich. Gut, und dann einfach mal Inventar aufmachen, Rechtsklick drauf. Danach hast du nämlich quasi diese Sozialpunkte-Mission abgeschlossen. Sozialpunkte kriegst du, wenn du mit anderen in Gruppe spielst, was wir ja die ganze Zeit machen. Und wie gesagt, dadurch kannst du auch ein paar andere Rüstungen und sowas kaufen. Ja, ist das. So. Achso, meine Fähigkeiten. Gleich mal gucken, was kann ich hier verbessern. Den hatte ich. Feldausbildung. Mhm, machen wir so. Übernehmen. Deine Fähigkeiten auch schon verbessert? Ja, jetzt zieht es doch automatisch in die Leiste, oder? Ja, aber du hast ja oben den Fähigkeitsbaum, wo du noch zusätzlich hast, mit K. So, wir kriegen das Ding zu. So, da habe ich jetzt nur ein bisschen... Oh, der kotzt ab. Der kotzt hier ab, der Typ. Oh ja, der stimmt. Ah ja, genau, ich habe das wollte ich erstmal machen, ich habe aber noch keine Ahnung. Okay, Fähigkeitspunkte zugewiesen. Gut, kann ich jetzt hier bei dem Sozialobjekthändler, was habe ich denn da? Ich habe dort jetzt hier irgendwas um die 4000 Sozialpunkte, oder sind das meine Credits? Die Credits, ja, das sind deine Credits. Sozialpunkte siehst du über dein Charaktermenü. Da könnte ich ja jetzt hier eigentlich ausrüsten. Du hast zum Beispiel Sozialstufe 1, könntest du, aber brauchst du welche? Weiß ich nicht. Stinkt erstmal nicht. Ist auch gut, die Ausrüstung. Genau. Ich könnte dir ja hier mal gucken, ob kann ich das handeln? Warte mal, ich wollte gerade gucken. Adaptivrüstung, republikanische Pilotenhelm. An Vermächtnis gebunden. Na, ich kann es maximal ins Lager legen. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Das hätte ich dir nicht aufgegeben. Wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Also jetzt habe ich hier... Ah, Rakul-Impfstoff. Ja, Rakul-Impfstoff, der müsste helfen. Ja, ist ja günstig. Genau, nur 2.500, das kriegst du schon hin. Ja, kommen wir kämpfen weiter. Los jetzt. Ja, komm, wir machen mal weiter, genau. Oh, toll. Was kotzt du da immer hier? Genau. Du hättest dich nicht infizieren lassen, auch ein schweres Wort. Ich habe halt ein schlechtes Immunsystem. So, wieder Tab rauf, ne? Bleib mal stehen, ich will dich auch mal infizieren. Geh weg. Ich huste dich gleich direkt an. So, wir gehen mal ins Senatsgebäude links und rechts. Wir machen es erstmal so, damit wir die ganze Karte erkunden, einfach mal so, damit wir sie sehen. Laufe ich erstmal pauschal einfach nur hier in das unentdeckte Gebiet, obwohl wir da nicht hin müssen. So, auch wenn wir da nie hin müssen eigentlich. Den Teil habe ich auch erforscht und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Dann habe ich nämlich die ganze Karte von hier, dem Raumhafengebiet, erforscht. Beziehungsweise Raumhafengebiet, Handelsbezirk halt. Warum macht man nicht nach links? Links nur Deko? Da wird nur Deko sein, genau. Was hustest du die ganze Zeit rum? Komm, dann mach mal hin. Wo rennst denn du hin? Ich bin doch schon unterwegs. Ja, ich renn hinter dir her. Ja, wo denn? Nach rechts müssen wir doch.
Ja, eben. Ja, siehst du? Oh, der hustet schon wieder. So, auch schon wieder, immer. Na, 4 Minuten 22 noch, das kriegt man schon hin. Das ist auf Stadium 2, wenn es auf Stadium 3 geht. Oh. Ja, dann wirst du irgendwann sterben. Echt? Fürchte ich. Hättest du dir mal den Impfstoff gekauft? So, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal eine Aufnahmepause. Ja, dann machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Denn Leute, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ja, natürlich hörst du dir eins weg. Tschüssi. Ah, winken jetzt gerade wieder weg. So.